Willkommen zu einer neuen Blinden, so geht das Ausgabe. Ich sehe nichts, aber dafür sieht Lukas umso mehr, denn wir machen heute wieder einen Taste-Test, richtig? Ganz genau, wir machen nämlich heute den Mc's vs. Burger King Blind Taste-Test. So, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. Fang mal klein an, würde ich sagen. Mhm. Was gibt's denn zuerst? Es gibt Pommes jetzt. Ah, Pommes, geil. Ich fütter dich jetzt. Okay. Und dann würde ich sagen, die sind von McDonald's. Die schmecken wirklich anders, finde ich. Ich finde, die haben ein bisschen mehr Geschmack. Die ersten waren eher fettig. Also ein bisschen. Also die ersten haben, schmecken einfach nur nach so fettigen Pommes. Ein bisschen die hier, Salz wahrscheinlich. Und Salz natürlich. Die hier schmecken natürlich auch nach fettigen, salzigen Pommes, aber die schmecken noch ein bisschen würziger. Ich glaube aber trotzdem, dass ich am Anfang recht hatte und die ersten von Mc's waren und die zweiten jetzt von Burger King sind. Das ist richtig. Siehst du. Cheesy weiter. Oh, geil. Cheeseburger. Ich glaube, ich habe noch nie einen Cheeseburger von Burger King gegessen. Optisch sehen die auf jeden Fall schon mal sehr unterschiedlich aus, muss ich sagen. Ich weiß nicht, welchen ich dir zuerst. Mmh, aber mit Gürtchen. Ja, das schmeckt doch nicht. Hast du recht? Hast du recht. Mhm. Woran hast du es gemerkt? Ketchup. Okay, am Ketchup. Also, das Brötchen von, das erste Brötchen, was ich hatte, also das von Burger King, das ist um einiges trockener und der McDonald's-Burger schmeckt ein bisschen feuchter insgesamt. Also der hat mehr Soße, der ist ein bisschen also matschiger quasi als der andere, der ist ein bisschen mehr, bisschen trockener. Also ich würde auch, wenn ich den jetzt bei Burger King bestellen würde, wahrscheinlich noch extra Ketchup draufhauen, weil mir das so trocken wäre. Jetzt kommt Big King bzw. Big Mac. Boah, da bin ich gespannt. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, sowieso erst einmal einen Big Mac gegessen. Oh, das kommt uns jetzt auf jeden Fall zugute. Sehen die so anders aus, als du jetzt gerade überlegst, wie du mich fütterst? Ja, ja. Ich überlege auch, ob ich da was trickse kurz. Trickst doch was. Ja, ich trickse da was. So, okay. Ich lege los hiermit. Weiß. Lecker! Gib mal noch keine Prognose ab. Probier bitte erst den zweiten. Okay. Okay. Nummer zwei. You ready? Okay. Also, dass ich ein bisschen verschmiert bin. Ja, warte. Ich kann dich auch abtupfen noch. Also, ich kann ja erstmal sagen, was mir besser geschmeckt hat. Ja, okay. Der erste hat mir um einiges besser geschmeckt. Okay. Der zweite war mir ein bisschen zu viel Fleisch und das Fleisch war auch um einiges härter. Mein Urteil, der erste war von Burger King, der zweite von McDonald's. Das ist richtig. Ach. Kim, du bist zu gut für dieses Format. Wir machen jetzt weiter mit Chicken Nuggets. Bei den Chicken Nuggets machen wir es jetzt so, du probierst die erstmal so trocken und dann mit Soße, aber ich sag dir dann, die Soße machen wir einzeln quasi. Da musst du doch, da sag ich dir nicht, ob es auf welchem. Hä? Oh ja, du sagst nicht, welche Soße von welcher Marke. Also genau. Ich muss jetzt fast zwei Produkte erraten. Ja, genau. Okay. Okay. Bist du bereit? Bitte, gib mir Essen. Oh, das war früher. Warte ganz. Interessant, das schmeckt ein bisschen nach Plastik. So, jetzt kommt der zweite trockene Nugget. Schmeckt anders. Auch nach Plastik? Nein, schmeckt salziger. Also da ich bei McDonald's noch nie Plastikgeschmack hatte vom Chicken Nugget, würde ich sagen, der erste war von Burger King, der zweite von McDonald's. Ja, ist richtig. Freust du dich nicht, dass nein, ich das hab? Macht überhaupt keinen Spaß, wenn Kim nicht alles richtig erlebt. Okay, vielleicht habe ich ja jetzt bei der Soße mehr Glück. Wie kriege ich das? Muss ich jetzt da reinlecken? Oder? Ah, du kriegst sie mit dem Rest. Aber muss ich die Soße einzeln probieren oder? Ja, beiß einfach jetzt rein, hier. Viel Dusche. Die muss ja auch schmecken. Bisschen weniger gleich mit. Okay. Jetzt kannst du auch ganz. Ich schaffe es ja jetzt das erste Mal. Das ist sehr schwierig. Das habe ich gehofft. Kann ich bitte einmal mit dem Finger einzeln nochmal probieren, weil ich finde das schwierig mit dem Nugget zusammen. Okay. Hier ist einmal. Okay, jetzt einen anderen Finger, damit ich nicht mit meinen abgeleckten Fingern mehr. Okay. Okay, jetzt glaube ich, ist einfacher. Okay. Ich glaube, also bin mir nicht sicher. Ja. Jetzt von den beiden, 1 und 2. Ja. Die erste Mc's, die zweite Burger King. Ja. Ja! Aber mit dem Chicken Nugget war es richtig schwierig. Jetzt kommt nämlich Long Chicken bzw. Mc Chicken. Habe ich beide noch nie gegessen.
Schmeckt voll interessant. Kenn ich den Geschmack. Du hast die Soße geworfen. Sorry. Jetzt kommt der zweite Geschmack. Das schmeckt nach Senf. Aber andere hat überhaupt nicht nach Senf geschmeckt. Ich kann es überhaupt nicht sagen, keine Ahnung. Ich finde es voll schwierig. Der zweite war viel besser geschmeckt, aber war wieder trockener. Und da die trockeneren Sachen vom Burger King waren, würde ich sagen, der erste vom Burger King, der zweite ist von McDonald's. Hab ich recht? So, jetzt kommen wir zum Milchshake Schokolade und ich hoffe, dass wir dich da wenigstens an der Nase rumführen. Ja, da kenne ich mich kaum aus. Okay, ja, jetzt kommt Nummer 1. Das schmeckt ja nach Kakao, das ist ja kaum noch Milchshake. Sehr dünnflüssig. Boah, ist das zuckersüß. Alter. Boah, für mich könnte das die Hälfte von dem einfach mit Milch auffüllen. Das ist ja purer Zucker. Bäh, schmeckt ja gar nicht. Okay, jetzt kommt der zweite. Ein bisschen dickflüssiger. Schmeckt nach Farbe. Der schmeckt nach ja noch Farbe. Schlimmer. Der schmeckt, im ersten Moment hat das geschmeckt, wie wenn du einen Farbeimer aufmachst. Mm. Der schmeckt ja noch schlimmer. Kann ich nur mal beide haben, bitte? Ja, selbe Reihenfolge. Boah, ist das widerlich. Okay, jetzt Nummer 1. Also der schmeckt einfach nur viel zu hoch dosiert. Den müsste man einfach mit viel mehr Milch mischen. Der andere bitte. Der hat immer Farbgeschmack in der. Also wie Pest und Cholera, keine Ahnung. Kann ich mich nie entscheiden, weiß ich nicht. Weiß ich. Ja, man muss auch raten. Du hast bis jetzt immer Glück und hast immer richtig gelegen. Also, woher war der erste? Also, du siehst gar nicht, ich habe gerade auf dich gezeigt. So, sag ich jetzt. Also, der erste war geschmacksintensiver. Deswegen sage ich, der erste ist von McDonald's und der zweite ist von Burger King. Ja, ist nicht richtig. Ist das falsch? So umgekehrt. Na bitte, da habe ich wenigstens einen Fehler gemacht. Ja, sonst wäre es ja auch langweilig gewesen. Ja. Aber das wirklich, also schmeckt beides scheiße. Sorry, schmeckt wirklich beides richtig scheiße. Also jetzt mal geschmacklich ein abschließendes Fazit von mir. Es gibt jetzt nicht die eine oder andere Marke, die ich jetzt, also Marke, sag mal so, oder? Also einen oder anderen Laden, den ich jetzt besser finde als den anderen. Es gibt bestimmte Produkte, zum Beispiel den Cheeseburger, finde ich, schmeckt bei McDonald's einfach besser. Und jetzt beim letzten ist auch schwierig, weil das eine ist trockener, dafür ist das andere, es hat irgendwie einen komischen Geschmack. Die Pommes schmecken mir bei Burger King besser auch. Und der Milchshake, die schmecken einfach beide kacke. Sorry, aber wer auf diese Milchshake steht, kann ich mich nicht verstehen. Das schmeckt einfach scheiße. Ich finde, man kann jetzt hier keinen eindeutigen Gewinner küren, aber es ist super interessant, das mal blind zu testen, weil hätte ich auch nicht gedacht, dass dann doch so große Unterschiede da sind. Dabei ist ja irgendwie klar, die können sich ja auch nicht komplett kopieren. Aber Matachelis, was hat denn der Spaß gekostet? Weil du hast ja zweimal quasi jetzt genau die gleichen Sachen gekauft. Genau, und es war genau 80 Cent Unterschied. Und was war teurer? Was wärst du? Keine Ahnung. Burger King? Nee, tatsächlich nicht. Echt? Nee, McDonald's war 80 Cent teurer. Also beides um die 15 Euro, aber ja, tatsächlich war Burger King ein bisschen günstiger. Ja, aber spannend. Ich find, solche Formate machen mir vor allem ganz viel Spaß, weil ich muss nichts machen und krieg was zu essen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Und wenn ihr noch andere Food-Taste-Testings, Blind-Testings sehen wollt, dann schreibt es uns doch auch gerne mal. Und ansonsten, ja. Können wir jetzt endlich essen? Ja. Du vor allem. Ich habe ja schon gegessen. Ja, gut. Tschüss.